Madrid um den Eintritt ins Semifinale des Europacups. Da greift Real Madrid an. Mateos zu Coppa, abgewehrt, sehr sicher zunächst, konnten die Gefahr bereinigen. Noch einmal ein Angriff der Spanier. Sehr gefährlich, Flanke zur Mitte. Fehlschuss, noch ein Schuss. Sahnwald hat gehalten. Madrid. Können das Publikum jetzt vielleicht hören? Wir haben kein Geräuschmikrofon, wir haben große technische Schwierigkeiten hier in Madrid. Hasenkopf rechts außen, Flanke und da ein Tor, Stange, Schuss, Tor. Tor, 1:1. Freistoß für Real Madrid, zur Mitte gehoben und daneben, daneben, daneben. Ein Tor durch Di Stefano. Erneute Führung von Real Madrid nach einer Ecke von rechts. Tumult vor dem Sportclub-Tor nach dieser Ecke. Wieder von der rechten Seite. Zwei Bombenschüsse der Spanier. Deswegen ähnlich hart wie in Wien. Der Ball ist bei Coppa, rechts außen Coppa, zieht in der Mitte durch. Spielt zu Di Stefano. Di Stefano bleibt hängen an Hasenkopf. Hasenkopf, einer der besten Abwehrspieler von Skerlan. Unser Linksaußen weit zurückgezogen, da ist Coppa, Flanke von Coppa und Sahnwald hält. Beinahe ein drittes Tor für Real Madrid. Gento, dieser pfeilschnelle Mann jetzt im Dribbling am Ball, hat eben Skerlan überspielt. Coppa im Dribbling, überläuft Hasenkopf, Zweikampf Coppa-Hasenkopf, von Coppa zur Mitte für Saraga. Flach zur Mitte und Coppa, Sahnwald rettet, herrlich gemacht von Sahnwald, wunderbar. Tritt die Ecke, weit nach hinten, Kopfball von Real und noch immer nicht weg, endlich. Mein Gott, wir machen was mit da in Madrid. Da ist Real für Coppa, sehr gefährlich. Und auch ein solcher Weltklasse-Stürmer wie Coppa. Real spielt jetzt von links nach rechts im Bildschirm. Da kommt die Ecke herein und sie wird abgewehrt. Zum Freistoßschützen 11 eben. Da kommt der Schuss. Tor! Di Stefano! Freistoß für Real. Coppa gibt zur Mitte. Abgewehrt. Noch einmal die Spanier. Saraga. Sahnwald hechtet. Real 4:1. Auf dem 4:1 ist mittlerweile ein 5:1 geworden, Sie haben es gesehen. Und somit kann der Sportclub nicht zum zweiten Treffer kommen. Das war auch Glück für Real Madrid, zur Abwechslung einmal. Die Weißen greifen an. Neudauer spielend. Spielt ab zu Coppa. Der Pass ist zu steil. 11 Minuten vor Spielende führt Real Madrid bereits mit 6:1 gegen den Wiener Sportclub. Und wir können uns jetzt nur mehr delektieren an den herrlichen Schüssen, eben von Gento. Aber es nützt ihnen nicht viel. Da ist Neudauer, der Junior der Mannschaft. Wie schwach das Zuspiel ist, die Sportclub-Stürmer völlig außer Rand und Band. Hier geht Coppa mit dem Ball hinüber, wieder zurück. Und da spielt er schlecht ab. Neudauer, schön vom Neudauer, sehr brav, das ist Skerlan. Ja, sie sind alle nervös und überhasten die Aktionen, da steigt der Neudauer aus. Coppa, ein Meisterdribbler. Barschank hat vergebens nach dem Ball geangelt. Santi Esteban, der überragende Aufbauläufer im Feld. Noch einmal Coppa. Steilpass für den rechtsaußen spielenden Saraga. Im vierten Finale, im Semifinale, zum vierten Male wollte ich sagen, im Semifinale dieses Europa-umspannenden Bewerbs. Mateos zu, wer ist es, Coppa? Zu Saraga, dem lahmen rechtsaußen, abgewehrt die Flanke.
Hof setzt sich nicht ein. Coppa am Ball schon wieder. Santi Stepan, Matthäus. Noch einmal zu Matthäus. Und da ist der Ball bei Coppa. 7:1 für Real Madrid.